Jo Leute, kurz bevor das Video losgeht, möchte ich noch zwei wichtige Sachen sagen. Erstens, ich verlose 3 Unlock All Accounts. Also um daran teilzunehmen, müsst ihr einfach euren Instagram-Namen, falls ihr kein Instagram-Namen habt, schreibt halt euren Snapchat-Namen in die Kommentare ein und schreibt zur welcher Plattform ihr das haben wollt. Je öfter ihr kommentiert, desto höher ist die Gewinnchance. Und ja. Und es wäre noch nett, wenn ihr mich abonnieren könnt, wenn ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmt. Und ja, die zweite heftige Sache ist der Money Job. Dazu gibt es gleich noch einen Clip. Wenn ihr da eine wollt, schreibt einfach an einen PSN, Social Club oder Xbox-Namen in die Kommentare. Und ich verlos jeden Tag 6 Einladungen zu diesem Money Job. Und ja, das Unlock All Gewinnspiel wird, sobald ich 5000 Abonnenten habe, aufgelöst. Jo Leute, ich habe mit Abex zusammen einen neuen Money Job. Im Hintergrund seht ihr gerade, wie diesen Money Job beitritt. Falls ihr so eine Einladung bekommt, könnt ihr einfach die Einstellung so lassen, wie sie sind. Oder stellt ein Radio aus, was euch halt lieber ist. Das ist ein Überlebenskampf Money Job. Den könnt ihr gern zu viert mit euren Freunden spielen. Und ja, wenn ihr da jetzt beitretet, steht da ein Countdown von 18 Sekunden oder 19. Wenn dieser Account dann abgelaufen ist, werdet ihr einfach 100.000 GTA Dollar in der Sekunde kriegen. Ihr dürft nur nicht sterben, sonst ist der Job vorbei. Und um da in diesen Job dann reinzukommen, also ihr seht gerade, ich krieg 100.000 GTA Dollar in der Sekunde. Und um in diesen Job reinzukommen, müsst ihr einfach dieses Video liken. Bestenfalls abonniert sie mich, Glocke aktivieren wäre auch noch nice. Und dann schreibt sie einen Konsolenname oder Social Club Name. Je nachdem, auf was ihr spielt, so oft ihr kennt es in die Kommentare. Je öfter ihr kommentiert, desto höher ist die Chance, eingeladen zu werden. Und ich werde euch jetzt noch sagen, also ich bin jetzt gestorben, ich werde euch jetzt noch sagen, wenn ich in freien Modus gehe, dass ihr wirklich das Geld bekommt. Ich gehe jetzt einmal in freien Modus. Also kommentiert, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf YouTube und dann sehr gute Chancen, in diesen Money Job reinzukommen. Und ihr seht, sag ich, ob dieses Geld bekommen. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Money Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen wirklich krassen Money Glitch, bei dem ihr einfach so zwischen 9.000 und 15.000 GTA Dollar in der halben Sekunde bekommt. Also pro halbe Sekunde kriegt ihr einfach zwischen 9.000 und 15.000 GTA Dollar. Also für diesen Glitch müsst ihr als erstes einmal noch Paletto Bay, das ist ganz oben auf der Karte. Und müsst zu einem bestimmten, also zu diesem Kleidungsladen hinfahren. In diesem Kleidungsladen müsst ihr euch jetzt irgendein neues Outfit kaufen. Es ist komplett egal, weil es Hauptsache, ihr habt das vorher noch nicht gehabt, dieses Outfit. So, wenn ihr jetzt beim Kleidungsladen seid, geht es einfach mal eine und zu Outfits hin. So, wenn ihr bei Outfits seid, geht es auf irgendeine Outfits. Und kauft euch das Ganze einfach mal. So, wenn ihr euch dann Outfits gekauft habt, geht ihr auf gespeicherte Outfits bearbeiten und speichert das neue Outfit. Und jetzt ist wichtig, das ist ein kleiner Glitch vom Namen her. Ihr müsst jetzt die Zahl 2, 5, 6, 9, 8 eingegeben und müsst jetzt großes L und großes W eingeben. Das ist wichtig. Ohne das funktioniert der ganze Glitch nicht. Also ihr müsst jetzt wirklich diesen Namen eingeben. Ich lasse es jetzt noch kurz so, dass ihr auch wirklich seht. Also ihr müsst 25698LW eintippen. Und dann könnt ihr das Ganze wieder verlassen. So, wenn ihr jetzt da diesen Laden wieder verlasst, müsst ihr einmal in den Passivmodus eingehen. Also, ich mache einen Glitch gerade zum zweiten Mal, weil er beim ersten Mal bei mir nicht funktioniert hat. Das heißt, wenn ihr einen Glitch beim ersten Mal bei euch nicht funktioniert, macht es immer ein zweites Mal, weil er lohnt sich wirklich. Und ja, ich kann jetzt den Passivmodus wieder aktivieren. Sobald ihr das gemacht habt, dürft ihr nicht mehr sprinten und müsst einmal in euer persönliches Fahrzeug eingehen. So, wenn ihr jetzt in eurem persönlichen Fahrzeug seid, müsst ihr einfach zum nächsten Los Santos Customs hinfahren. Ist bei mir jetzt der. Vorher müsst ihr noch irgendein Straßenfahrzeug klauen, das ist wichtig. Einfach so, Straßenfahrzeug.
Und dann kennt ihr auch schon. Zum Los Santos Customs, einer von wichtigen Sets. Ihr dürft keine Polizei kriegen, wenn ihr zum Los Santos Customs eine fahrt. Also davor. Und ja, wenn ihr den Glitch ein zweites Mal machen wollt, dann müsst ihr einfach nur mit dieses Outfit, was ihr jetzt anhabt, geht's ins Interaktionsmenü, geht's unter Stil, wechselt einmal das Outfit zu irgendwas anderem und dann wieder zu dem und dann könnt ihr in Los Santos Customs einfahren und startet beim zweiten Mal den Glitch machen einfach da. Wenn ihr jetzt da seid, müsst ihr erst einmal, also ihr müsst halt Sprengstoff und ferngezündete Bombe aufkaufen. So, wenn ihr das habt, jetzt werdet ihr automatisch aus der Garage rausgekickt. So, wenn ihr jetzt aus der Garage heraus seid, müsst ihr da und müsst jetzt diesen Job auf Abruf bei euch machen. Seid unten rechts stehen, ihr seid auf Jobsuche. Und sobald ihr jetzt einen Job gefunden habt, müsst ihr schnell in euer Handy dann reingehen und euer Fahrzeug sprengen. Das heißt, ihr wartet da jetzt einfach ein bisschen, bis Job gefunden wurde, so wie bei mir. Jetzt geht sie rein und ruft Bombe zünden an. Mit besetzt stehen und ihr werdet das genau überleben und in einen Job reingehen. Wenn ihr im Job drinnen seid, müsst ihr den ganzen Job einfach einmal starten. Also nicht so, wenn ihr den Job dann startet, müsst ihr genau beim Checkpoint 4 stehen bleiben und dann dieses Rennen wieder verlassen. Ich zeige euch das gleich. So, wenn jetzt in diesem Job drinnen seid, müsst ihr warten bis unten unter Kontrollpunkte, also ihr den Kontrollpunkt 3 erreicht habt und dann verlasst ihr das Ganze einmal. So, wenn ihr jetzt beim Kontrollpunkt 3 angekommen seid, müsst ihr einfach mal auf euer Handy gehen unter Jobliste und verlasst den Job. Wenn ihr jetzt den Job verlasst, werdet ihr sehen, ihr kriegt auf einmal zwischen 9000 und 15.000 GTA-Dollar pro halbe Sekunde. Jetzt wartet ihr einfach. Da, weil ihr wartet, könnt ihr gern euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben und schreiben, für welche Plattform ihr gern an Unlock All gewinnen würdet. Und schon nehmt ihr automatisch an meiner Unlock All-Verlosung teil. Und ja, ihr seht, ich krieg gerade 9000 GTA-Dollar pro halbe Sekunde. Also ist ein wirklich krasser Glitch. Macht es dann auf jeden Fall nach und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.